Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris, das ist ChrisPlay und wir kommen zur nächsten Folge Horizon Zero Dawn in der Story und wir sind, ja, nach dem miesen Cliffhanger der letzten Folge immer noch kurz vorm Herzen der Brutstätte und natürlich wollen wir jetzt gucken, was uns dort erwartet. Wir gehen schon wieder die ganzen Lichter an, wenn wir hier kommen. Eine Vorratskiste, wir kriegen hier so viel Loot, dass da ist irgendwas im Busch und immer noch die geile Animation. Wutz. Geil. So. Irgendwas Großes, Böses wird mich hier erwarten. Die Frage ist, möchte ich das sehen? Möchte ich das wissen und sehen und... Was war da? Ach, Vorratskiste. Gar nicht gesehen. So. Vor allem werden hier die Sachen immer, guck mal hier, immer größer und immer mehr Elektrizität. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Oh Gott. So werden also Maschinen gemacht. Sie werden aus Licht gesponnen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Oh Mann. Das wird nicht gut. Ich sag ja, die ganzen Maschinenarme und Elektrizität und sowas, das wird ja immer stärker. Lass uns mal den Richter da töten. Jetzt kommt der Kampf. Er holt Verstärkung. So. Wir müssen 100% gleich gegen diesen Kacke-Käfer kämpfen. Das ist dieser Feuerspuck-Brüllrücken-Dings. So, wir sollen den Kern überbrücken. Wo ist denn hier? Überbrücke den Kern. Wo ist denn der Kern? Hier ist was Lilanes drin. Verderbnisspule. Müssen wir jetzt doch nochmal ins Inventar gehen, bei Herstellen, Modifizieren und unseren Bogen mal auswählen. Denn können wir hier schon was Cooleres? Feuerschock. Nee. Kriegen wir mehr Handhabung. Ich will aber mehr Schaden haben. Hier sowas zum Beispiel. Obwohl. Ja, doch. Ich glaube, ich rüste das mal aus. Dann kriege ich nämlich plus 8 auf Rüstungszerstörung. Das machen wir. So. Jetzt muss man mal gucken, wo dieser Kack-Kern ist. Ich sehe es nämlich auch nicht markiert. Hier haben wir auch noch was zum Hochklettern. So. Ah, hier können wir sogar überbrücken. Vielleicht lernen wir in den Brutstätten, wie wir die Tiere zähmen können. Weil das würde... sagen, dass wir das wieder zähmen können. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anfasse. Oh, oh. Ich dachte, ich kann mich hier verstecken, da ging es aber nicht weiter. Oh, jetzt kommt da auch noch auf einen zu. Was stimmt denn mit dir nicht? Warte mal, markieren. Ding ist, macht er dann auch seinen eigenen kaputt? Boah. Können wir hier wieder abbauen, eigentlich? Sieht nicht so aus. Wir müssen mal hier uns um die kleinen Viecher kümmern. Um den Abfall. Sieht er mich nicht? Siehst du mich nicht? Bam!
Der Draht ist nicht dran. Noch nicht. Das habe ich gesehen. Das Coole ist... Wo will er jetzt eigentlich hin? Vor allem, wie es ihm einfach kaum Schaden macht. Ich treffe doch den seinen Kackrücken. Habe ich jetzt eigentlich noch den... Ah, ich habe ja gar nicht den richtigen. Autsch. Erstmal die Viecher wegmachen. So. Jetzt bist du wieder dran, mein Großer. Der gibt dir schon eine Muffe, wa? Bäm. Und es hat Boom gemacht. Können wir schon mal so ein Ding besiegen? Da wissen wir, was uns erwartet. Hey, ich wollte looten. Ja. Und noch ein. Jawohl. Sehr schön. Feuerbrüllrücken besiegt. So, und jetzt? Überbrücken. Über Maschinen. Das hilft mir, sie zu überbrücken. Bam. Sehen wir aber dann auch irgendwo welche? Oder zählt das jetzt nur für diesen Rücken? Erster Kern überbrückt. Zählt es denn jetzt nur für den einen? Oder zählt das für mehrere? Okay, jetzt sind wir oben. Notizbuch. Zeig mal. Steht denn da? Da steht aber nicht welches. Hm. Nö. Da steht nicht welches. Da steht nicht welches. Nein. Schade. So, wir haben natürlich auch noch ein paar Maschinen gekriegt. Unsere Leiste da unten füllt sich. Okay. Aber da stand jetzt ja nicht, welches wir gekriegt haben, oder? Da stand oben rechts. Sägezahn, Graser, Plünderer und noch was. Stand oben rechts. Aber irgendwo muss man das ja hier auch sehen, oder? Hier sehen wir auf jeden Fall Fortschritt. Wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Statistik. Sehen wir bestimmt auch Tode, oder? Nö. Nee. Okay. 18,17% sehe ich gerade. Okay. Eigentlich müsste man das ja hier auch irgendwo sehen, was man alles... Ja, egal. Wenn wir sehen, wenn wir nochmal so ein Vieh über den Weg laufen. Wir gucken mal. Als nächstes könnten wir... Ist alles so weit weg... Okay, guck mal, das Jagdgebiet ist nicht so weit weg. Ich wäre fast dafür, dass wir nochmal zu dem Jagdgebiet gehen.
und uns die goldenen Dings holen. Ich habe irgendwie gerade Bock drauf. Da lernen wir nämlich dann Feuer, Eis und Schock. Und ich glaube, das könnte uns sehr weiterhelfen. So, gib mir mal die Energie wieder. So, und so. Das hilft bestimmt weiter. Dieser Wegpunkt, der führt mich auch immer woanders lang. Sehr mysteriös. Ist das wieder ein Stein? Ja, naja. Steine sind auch so mega überflüssig. Okay, wenn wir vielleicht taktisch spielen, wie geht es vielleicht, aber da wir das nicht machen, brauchen wir die Steine auch nicht. Mal hier die Energie brauchen wir. So. Oh, da ist die Spinne. Ich habe keinen Draht, verdammt. Gerade haben wir noch gesagt, braune Stein nicht. Ich würde die gerne mal dahin locken. Clever. Solange nur die Wächter kommen, geht es. Die dicke Spinne, ob man die zähmen kann. Voll krass, dass man durch die Strömung auch langsamer läuft. Finde ich super. Ganz ruhig. Ein Panzerwanderer. Ich glaube, die haben wir locker noch nicht gelernt. Der sucht mich gerade. Nee, können wir leider nicht. Aber wir können ihn halt eiskalt lahmlegen. Oh, wie stark der ist. Der hat voll das Schutzschild. Au. Oh. Mieser, wie er ausrastet. Ach, der war noch nicht gekillt. Etwas Lila ist dabei. Boah. 39% Schaden. Wir können es nicht mitnehmen, weil wir keine Modifikationen tragen können. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Modifikationsbeutel. Dafür brauchen wir Fuchsknochen. Hätten wir mal mehr Füchse gekillt. Aber wir können bestimmt auch das Zeug rausschmeißen. Modifikationen, guck mal, wie viel wir haben. Ich frage mich, warum ich das alles nicht auf meine Waffen anwenden kann. Oder kann ich vielleicht doch? Haben wir jetzt einen Platz wieder frei? Ja, haben wir. Will ich mir jetzt mal angucken. Herstellen, Modifikation, zack. Boah, die können wir sogar. Boah, die können wir sogar einsetzen. Geil, die Frage ist, ob ich das jetzt aufhebe oder auf den Bogen anwende, weil 39% Schaden ist halt schon krass. Und wir schießen halt am meisten mit dem Bogen. Aber wenn ich mir später einen neuen Bogen hole. Dann wenden wir das hierauf an. Machen wir. Zack. Dürfen wir auf jeden Fall schon gut Damage damit machen. Okay.
Ich habe schon zu viel dabei. Na, ist ja gut. Muss mir ja nicht gleich anschreien. So. Wieder voll. Und dann auf zum Jagdgebiet. Warum sollte ich denn jetzt hier oben lang laufen? Wieder voll der Umweg. Steine brauche ich nicht. Da, rote Pflanzen brauche ich. Etwas Vorrat. Ach, jetzt verstehe ich das mit diesem Vorrat. Das Grüne oben, oder? Das Grüne unter meiner Lebensanzeige oben ist, wie viel Energiebeutel-Dings ich habe. Wie voll mein Energiebeutel ist. Ach, da unten rennen schon wieder die Viecher rum. Diese Feuerspuckrücken-Dings. Hey, das Schweinchen. Der hat was Grünes. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Übelst überladen. Aber nicht schlimm. So. Hallo. Freunde. Was hat er eigentlich für Waffen? Zeig mal. Waffen. So, die sind alle grün, aber da gibt es doch bestimmt noch krassere. Hier weiter unten. Oh, da war eine lila, ne? Okay, eine Schattenschleuder. Das braucht ein Kristallgeflecht. Das haben wir noch gar nicht. Aber hier haben wir... Den haben wir doch, oder? Haben wir den nicht sogar? Oder haben wir den hier oben? Wir haben, glaube ich, den da oben. Der ist halt auch krass. Den können wir uns sogar leisten. Der macht halt 60 Schaden und 30 Rüstung durchdringen, Dings. Jetzt gucken wir mal unsere Waffe an. Inventar, Waffen. Und hier ist unser Scharfschützenbogen. Was ist der sogar? Krass, okay. Hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wie viele Waffen hier man hier einfach noch findet, die ganzen Slots, die hier unten noch frei sind. Crazy. Ah, wir haben wieder Dingens, Bummens. Bei Schlagangriffen mehr Schaden, okay. Drücke beim Zielen, um... Okay, warum nochmal? Ach, dann schießt man doppelt. Das ist ja geil. Drücke beim Zielen, um allem. Okay, nice. Doppelschuss. Läuft. So. Aber Leute, bevor wir die erste Prüfung anfangen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Aha. Lasst einen Kommentar da und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.